Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cattle and Crops aus der Early Access. Was ist denn Mieze? Jo. Ja, wir haben unsere Felder eingesät. Größtenteils gepflügt. Das hier wurde nur zur Hälfte gepflügt. Aber haben es einfach mal komplett eingesät. Ja, wir können mal schauen, wie so der Feldstatus ist. F6 wäre das Richtige gewesen. So. Kostet 6300. Lockerung 0%. Tiefenlockerung 50. Hätte ich da nochmal grubbern müssen. Okay. Plowed, cultivated, sowed. Plowed. Plowed ist doch gepflügt, oder? Gepflügt habe ich es aber. Feld 14 nur zur Hälfte, aber... Oder geht es automatisch hier wieder auf 0 zurück, wenn es eingesät ist? Das kann natürlich auch sein. Tiefenlockerung 50%. No fruit. Achso, das ist wahrscheinlich das Wachstum. Mais, ja. Nährstoffe. Feuchtigkeit 0. Feuchtigkeit tief 68%. Das ist ja schon mal nicht so falsch, oder? pH-Wert kann ich ja momentan alles noch nichts dran ändern. Fruchtqualität. Krankheiten. Coming soon. Du Schande. Ja, das wird also schon eher realistisch, ne? Da können diverse Krankheiten noch auftreten. Das wird dann schon spannend. Geld haben wir gerade knapp 30.000. Wir können gerade mal gucken, wie es unseren Bullen geht. Bestand. Fütterung kann ich nicht auswählen, okay. Der Freddy. Wert 815, ist er so schon gestiegen? Sie müssten jetzt eigentlich dann zunehmen auf der Weide. Nicht so viel wie im Stall. Aber der Wert ist schon ganz schön gestiegen, also. Wir haben um die 400 bezahlt. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ja, wenn ich es kaufe, dann da 400. Und gekauft sind sie schon gleich mal. Ne, hier steht 300. Da 800. Also wenn ich es verkaufe, kriege ich wahrscheinlich das Geld da, ne? Okay. Ja. Angestellte haben wir im Moment keine. Kredit haben wir auch keinen. Aufgaben auch keine. So. Ja, dann würde ich sagen, schlafen wir einfach mal ein bisschen. Und schauen mal, was derweil passiert. Ich weiß nicht, wie das mit der Kuhfütterung dann laufen soll. Oder ob man dann demnächst so viel zu tun hat, dass man nicht zum Schlafen kommt. Außer halt über Nacht oder so. Ja, auf der Weide sind sie gut versorgt. Wasserfass haben wir keins. Von dem her können wir nicht wässern. Oder was zu trinken zur Verfügung stellen. So. Schlafen. Wir machen mal 14 Tage. Mal schauen, was da passiert. Oh, und 10 Stunden waren das. Dann pennen wir, glaube ich, nochmal. Kann ich das? Ja.
10 Stunden. Das wieder nächster Morgen ist. So, schauen wir mal. 6.14 Uhr und ein herrlicher Sonnenaufgang. Herr, das ist doch ein Traum, oder? Was ein Sonnenaufgang. So gehört das. Oh, wunderschön. Sonnenaufgang im Arlbergtal. Traumhaft. Ja. Hier wächst schon ein bisschen was, das ist gut. Wir können gerade mal gucken, wie denn die Feldqualität so ist. Ob man hier irgendwas. Feuchtigkeit ist okay. Tiefenfeuchtigkeit hat abgenommen. Und Wachstum. Und da müsste ja auch noch. Kommt vielleicht alles noch. Weil inzwischen sieht man ja was beim Wachstum. Ah, hier sieht man auch schon was. Hier steigen die Werte. Also da machen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld mit, auch wenn die noch so Quatsch. Hier sind wir. Hier sind sie, glaube ich, noch nicht groß gestiegen, oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal abwarten. Sollte ich da schon mit meinem Spritzdingen drüber fahren? Das ist hier die große Frage. Machen wir vielleicht einfach, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wann das gemacht wird. Ob erst wenn größer oder vielleicht sollten wir da noch mal 2 Wochen pennen gehen und dann mal gucken. Ist ganz gut, wenn man hier schon mal seine ersten Erfahrungen sammeln kann. 0 Stunden, aber dafür 14 Tage. So, abbrechen. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt sind. Kühe sind noch da. Hat sich aber auch nicht viel geändert, oder? Man sind es ja 4 Wochen. Ist natürlich auch nicht so viel, ne? Feuchtigkeiten passen auch noch, aber da können wir eh nichts dran ändern. Non-Food 3%. Wachstum und so wird nichts angezeigt. Ja, ein bisschen was. Nö, groß was getan hat sich nicht, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und mieten die Feldspritze da. Die hier. 135 PS. Ja. Da sind wir mit unserem Embetra knapp drunter. Aber der 5,30, der reicht. Wenn wir den für 12 Stunden mieten, ist das auch nicht so teuer. Die auch für 12 Stunden. Länger brauchen wir sie nicht. So.
Dann tappen wir mal kurz rein. Okay, hier steht's jetzt. Ach so, ich sollte den Motor anmachen. Dann fährt sich's deutlich besser. So ein Class 530 habe ich auch gestern in echt gesehen. Also was heißt gestern? Gestern ist bei mir am Samstag, bei euch nicht. Stehen wir zu schief davor. So, jetzt hängt sie dran. Müssen wir gerade noch ein Stück zurückfahren. Ladegut auswählen. Nee. Upsa. Da bin ich falsch. Wo kann ich denn die Feldspritze füllen? Das wäre jetzt noch die große Frage, ne? Das war doch ein Tank. Das war nicht das hier. Ich teste es gerade mal, aber ich glaube nicht. Nein, nein, genau, wird nicht unterstützt. Wo kann ich hier die Feldspritze füllen? Das ist jetzt die große Frage. Was haben wir denn da? Wieso zeigt er mir das jetzt nicht an? Trader, Händler, genau. Hafen, Animal Trader. Das ist Farm Cooperative. Da müssten wir eigentlich das kriegen, um die Feldspritze zu füllen. Biogasanlage, Maissilo und das ist unser Hof. Was ist das da? Da können wir jetzt höchstens mal hinfahren. Ich steige gerade noch mal aus. Aber hier ist nichts, oder? Gucken gerade mal da drüben noch. Aber tendenziell ist da auch eher nichts. Na nee, genau, da ist auch nichts. So. Wo habe ich die denn in der Mission aufgefüllt? Wo war das denn? Wir fahren mal da das Stück runter. Bisschen unglückliche Perspektive.
Aber ich habe gerade so keine Idee, wo das sein könnte. Wo wir die Feldspritze auffüllen. Ich sehe schon kommen, dass wir die 12 Stunden dann rum haben und wir haben noch nicht mal gefunden, den Ort gefunden, wo wir sie auffüllen können. Jetzt müssen wir mal gucken, was das hier ist. Ach, das ist die Kläranlage. Okay, da können wir Gülle holen. Aber auch nur Gülle, oder? Das ist der Gülleanschluss. Oder haben wir das Teil bei uns auf dem Hof stehen? Das kann man gucken. Da können wir den Weg fahren. Ja, der ist kürzer. Sorry. Für im Weg rumstehen. Ups. Entschuldigung. Mein Fehler. Hoppala. So war das nicht gedacht mit den Rundumleuchten. Ja, das. Oh, Haltestellen. Mitten im Nirgendwo. Jetzt muss ich zur Not echt nochmal gucken, wo wir da das Ding hier aufgefüllt haben. Ich fahre jetzt mal zum Hof. Da ist die Biogasanlage. Und es regnet wieder. Machen wir mal Licht an. Und da hinten ist unser Hof. Aber ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass wir das Füllteil bei uns auf dem Hof stehen haben. Ich habe echt keine Ahnung. Oh, wir haben Bahnhof am Hof, okay. Und Barquark. Bushaltestelle, nicht Bahnhof. Was erzähle ich für einen Unfug? So, Schubkarren. Das ist die Tankstelle. Das ist Gas fürs Haus. Zum Heizen. Ja. Und auch hier ist nichts. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich versuche mal mich schlau zu machen, wo das denn war. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Vielleicht schon nach dem Update. Ich denke mal, ich warte, bis das Update dann durch ist. Das kommt ja Freitag, das heißt, am Samstag gibt es dann wieder eine Folge. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.